Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf Rohrau V2 und fahren heute die Rücktour der Linie SB6 hier von Altendorf-Friedrich-Ebert-Platz wieder zurück zum ZOB in Rohrau-Mitte. Und das Ganze machen wir weiterhin wie auf der Hintour. So jetzt auch auf der Rücktour mit einem Solo-Bus aus dem Connecto-Paket und zwar in dem Falle einem Euro 6 Kollegen. Und zwar hat er einen 936er Motor im Heck und ein ZF-Schaltgetriebe. So, und da die Leute schon ewig warten und mitwollen, muss ich jetzt mal hier was machen. Zeit ist auch schon ran. Was wolltest du einmal, Kind? Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Ja, Moment, ich glaube, das ist der hier. Kind, so, du hast 10. Ja. Entschuldigen Sie? Ja, bitteschön. Dann nicht, dann ist es der hier. Sie? Ja, ich bin doch schön. 1, 2, 3, 4, 5. Reagieren Sie auch mal? Ja, ich reagiere, bitteschön. Reagieren Sie auch mal? So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das gute Stück anmachen und dann geht es sofort los, weil, wie gesagt, Zeit ist ran. Dann auch mal hier was machen. Genau. So, also dann jetzt los hier. Leichte Verspätung eingesammelt. Das wollte ich eigentlich nicht. So, macht's euch gemütlich. Die Rücktour wird auch mindestens eine Stunde und gehen, genauso wie die Hintour. Schauen wir mal, ob wir das auch so schön hinkriegen. Unfallfrei und ja. Aber jetzt nehmen wir uns erst mal Zeit. Wir sind gerade losgefahren. Die Tour wird noch lang. Na, den warten wir noch ab. Besser ist das. So, der Gute ist original aus dem Connecto-Paket, also kein Morphe extra Soundpack draufgespielt. So, hier sehe ich jetzt überhaupt nichts. Da ist aber frei und da ist auch frei, dann fahren wir gleich. Ja, weil ich, wie gesagt, erst noch einmal mit dem Originalen fahren wollte. Und dann im nächsten Video nehmen wir dann mal einen wieder aus dem Morphe Soundpaket, so dass ihr dann mal einen Vergleich soundtechnisch haben werdet.
Ich habe da mal weiter gedrückt, weil ich denke, das passt nicht ganz so, was er hier da anzeigt. Aber schauen wir mal. Lohmühle müsste eigentlich die nächste Halt sein, genau. So, jetzt müsstest du aber mal schalten, mein Guter. Genau, so klingt das schon besser. Okay. Ja, müssen wir auf jeden Fall runterbremsen. So, jetzt noch mal wieder ein wenig zügiger fahren. So, die Verspätung wird irgendwie immer mehr anstatt weniger. Ich befürchte, da hat wohl fahrplantechnisch was nicht ganz funktioniert, aber das machen wir dann an der nächsten Haltestelle dann noch einmal schick. Wie gesagt, wir sind, denke ich, gleich da und dann können wir das mal korrigieren. Oder vielmehr ich. Auch frei, na dann rum mit uns. Thank you.
So, jetzt wird die Straße breiter und dann haben wir es da schon geschafft. So, dann einmal einsteigen bitte. Hallo. Hallo. So, dann werde ich mich mal um den Fahrplan kümmern, weil wir stehen, jawohl, wir stehen auf Friedrich-Ebert-Platz und da sind wir ja schon lang weg. Okay, dann einmal den Fahrplan loswerden, jawohl, und den Fahrplan wiederholen. Und zwar... Nee. Jetzt habe ich ihn. So, mir stehen Lohmühle. Okay. Friedeberg Markt. Stimmt doch gar nicht. Achso, Friedeberg Markt ist dann das nächste. Mir stehen jetzt Lohmühle. Nun hoffe ich mal, dass er jetzt weiterschaltet. So, dann schauen wir mal. Grafenplatz. Nee, Grafenplatz stimmt nicht. Dann drück mal einmal. Jetzt. Friedeberg Markt. So, dann jetzt ganz konzentriert wieder weiterfahren, bitte. Ich glaube, jetzt kommen auch gleich Kreisverkehre. Jawohl. Da kommt der Kollege. So, du fährst raus. Okay. So, dann schauen wir mal, dass wir die Kreisverkehre gemeistert bekommen. So, aktuell ist auch das Plus 3. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Plus in ein Minus sich ändert. Ach, jetzt kommt gleich meine Lieblingsstelle wieder. Mit dieser besonderen Kreuzung, wo man sie ausholen muss und dann voll einlenken. So, wie war das? Da müssen wir warten, bis wir grün bekommen als Buse. So, dann schauen wir mal. Jetzt. Mit dem Gelenkwagen haben wir es ja geschafft. Und mit dem schaffen wir es auch. Die haben sogar noch gewartet. Dankeschön.
Okay, das scheint zu funktionieren. Jetzt haben wir nur noch plus 1. Also es scheint zu funktionieren. Na, schauen wir mal. Nein, ich fahre nicht schlecht. Alles schick. Ich muss nur ein wenig immer gegenlenken. So, dann werden wir mal wie in irgendeinem... Wie in den vorhergehenden Videos schon mal angekündigt, wollten wir doch hier mal stehen bleiben und gucken, was hier so Hübsches zu sehen ist. Ja, tatsächlich schön Wasser hier. Herrlich gemacht. Okay, zurück und weiter geht's. So, und da sind wir auch schon in Fredeberg angekommen. So, hier müssen wir nicht raus. Hier müssen wir raus. Da warte ich mal lieber.
So, und auch den dritten Kreisverkehr gemeistert, ohne anzuecken. So, wir haben es gleich geschafft bis zum Fredebergmarkt. Noch an der Kirche hier vorbei und dann sind wir fast da. Friedeberg Markt. Und da haben wir es auch fast pünktlich geschafft. Hallo. Guten Tag, Herr Bus. Ich hätte gerne ein ganz normales Ticket. Das wären 1,70. Danke. Dankeschön. Bitte. Oh, wir müssen so rum rausfahren. Okay. Dann müssen wir jetzt mal schauen, dass da frei ist. Da ist er nicht frei. Da ist jetzt auch frei. Na, dann rum mit uns. Ich hatte jetzt angenommen, wir müssen alles... Ach nee, Grafenplatz ist ja das nächste. Und da fahren wir ja ein klein wenig anders durch Fredeberg. Genau, ich vergaß. Alles schick. Passt so.
So, das Einzige, wo ich mir nicht mehr so richtig sicher bin, ob das wirklich ein ZF ist oder ob das nicht vielleicht doch einer mit Void ist. Mal weiter hören, wie oft er schaltet. Weil meistens daran hört man es nämlich. Ich habe gesagt, es ist ein ZF. Auf meinem Zettel hier steht auch ZF. Aber ich bin der Meinung, dem ist nicht so. So, mal hier ein bisschen konzentrieren. Weil die Poller hier an der Seite, die sind nämlich auch nicht ganz ohne. Guten Tag. Hey. Hallo. Guten Tag. So, machst du die vordere Tür auch zu? Ja, mach doch. So, jetzt kann ich auch die Freigabe rausnehmen. Und weiter geht's. So, und jetzt kommt der nächste Kreisverkehr. Und dann fahren wir erstmal wieder ein Stück bis Wimbach. So, und dann dürfte es mal gut sein mit Kreisverkehr hier. Und da kommt der Kollege und wir haben wieder das schwarze Texturenproblem. Ich freue mich. Sehr schön, danke. Tja, müssen wir jetzt durch auf den Rest der Strecke. Vielleicht gibt es sich ja von alleine. Schauen wir mal. So, bis jetzt haben wir eine halbe Stunde schon auf der Uhr, meine Herren. Laut Fahrplan 22 Minuten, 23 Minuten. Habe ich so lange gelabert am Anfang? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Na gut. Nee, was erzähle ich denn? 12 sind wir losgefahren, 42 wäre die halbe Stunde rum, also sind wir jetzt schon bei 28 Minuten laut Fahrplan und nicht erst 23. Oh ja, rechnen müsste man können. Das würde stark helfen. So, liebe Ampel, wie wäre es denn jetzt mal mit grün für uns? Weil ich habe nur noch eine Minute gut und bis zum Friedensplatz ist es noch ein Stück. Jetzt. Wir haben grün und die fahren immer noch. Finde ich interessant.
So, jetzt einmal durchs Wohngebiet, bitte Scheidenbus. So, diesmal fahren wir nicht durch die Bushaltestelle, sondern direkt hier lang. So, dann schauen wir mal. Da ist frei und du willst einbiegen. Dann biege ein. Dann kann ich nämlich rausfahren. So, und jetzt können wir wieder ein bisschen Meter machen, weil 2 Minuten hätten wir jetzt schon in Wimpach sein müssen. Aber egal. Jetzt kommt erstmal die schöne Brücke. Also wenn ich richtig mitgezählt habe, schaltet er bis in den 5. Gang. Das ist dann doch ein ZF-Getriebe, aber halt nur mit 5 Gängen. Also noch ein älteres ZF.
Oh, ich muss das nächste Mal wirklich mitzählen. Können nur 6 Gänge sein. Wenn wir an der Haltestelle sind, zählen wir mal mit. Sechs Minuten haben wir schon. Meine Herren. Und da bin ich nun nicht wirklich trödelig gefahren, aber trotzdem. Interessant. Bin mal gespannt, wo ich die Zeit wirklich habe liegen lassen, dann später in der Auswertung. Sie bitte. Danke. Hallo, Kollege. Friedensplatz. Jetzt haben wir auf einmal nur noch eine Minute. Ist ja interessant. Oh. Hallo. Meine Heizdecke eingepackt. Heizung. Müssen wir wirklich Heizung anmachen? Ich denke, es geht so. Hä? Wir probieren es erstmal noch. Na komm. Alter Bahnhof. Alter Bahnhof. Oh, hier müssen wir aufpassen. Hier ist mal schon mal jemand reingefahren. Genau. Alter Bahnhof, das ist, ja, wenn ich jetzt gleich auf den Namen käme. Kirchdorf, genau, so heißt die Ortschaft Kirchdorf.
Und noch ein Kollege. Hallo. Euch lasse ich mal rausfahren, da kann ich nämlich besser ausholen, genau. Oh, das jetzt er wird ganz tüdelig. Nee, das ging noch ganz gut. Ganz gut. Bahnhof. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Tag. Einmal eine Fahrkarte für eine Kurzstrecke, bitte. Also eine Kurzstrecke. Nee, halt, das war die falsche Karte. Kurzstrecke ist hier. 1,70. Ja. Entschuldigung, aber ich glaube, ich möchte nicht schwarz. Dankeschön. Bitteschön. Sonst noch wer ohne Fahrkarte? Demnach nicht. Dann gleich weiter mit uns. So, jetzt kommt, glaube ich, der kleinste Kreisverkehr im ganzen Bunde. Jetzt muss ich mich wirklich mal... Nee. Also, jetzt könnt ihr euch wirklich nicht beschweren. Jetzt muss ich mich wirklich mal konzentrieren hier. Hier muss man raus. Okay, es geht aber. Wenn man sich etwas zusammenreißt und etwas konzentriert, geht es.
Uiuiuiui. Und da steht auch noch ein Kollege. Jetzt müssen wir uns ja richtig zusammenreißen hier. Ja, das hat gerade so gepasst. Nächster Halt, Heiligenfeld. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Und noch ein Kollege. Hallo. Also ich würde schon sagen, es ist ein ZF, ist kein Void. Aber interessante Schaltpunkte hat er. Vor allen Dingen auch, wenn man ordentlich aufs Gas tritt, geht er ganz schön hoch, der Junge. Aber so soll es ja sein bei Kickdown. So, ich sehe ein Ruhrauer Ortseingangsschild. Sehr schön. Oh, als Bus durfte ich schon wieder abbiegen. Ich bin aber normales Verkehrsmittel. Komm, mach grün normal, bitte. Danke. Achso, du hast ja dann auch grün. Naja, dann ist es so. Ja. Nee, ich fahr nicht scheiße. Also Leute, jetzt weiß ich nicht, was ihr habt versorgen. Hier war nichts. Spiegel ist auch noch ganz, also kann ich nirgendwo hängen geblieben sein.
Ups, das war jetzt wirklich mal der Bordstein. So, Rohrauer Hauptbahnhof kommt in Sicht. Und wir haben 53 Minuten laut Fahrplan zurückgelegt und laut Aufnahmeversion 58 Minuten. Doch ein wenig länger. Na gut, klein wenig gelabert, zwischendrin hingen wir mal kurz. Ja, also wie gesagt, die Stunde haben wir gleich voll und wir sind noch nicht am Ziel. Ich hatte es ja angekündigt am Anfang des Videos. So, wir hätten auch geradeaus fahren können und dann wären wir im Teil zweimal rechts abgebogen und wären auch am Hauptbahnhof gewesen. Aber okay, so ist es ein klitzekleines Stück kürzer sogar. So, da kommt kein Kollege rausgefahren. Und wir müssen wahrscheinlich einmal ums Karree. Ja. Hauptbahnhof. Sie haben
haben Umsteigemöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Hallo. Guten Tag. Er möchte nicht mit. Dann geht's weiter für uns. So, nach dem LKW ist Platz. Es ist grün. Schaffen wir das noch? Nein, schaffen wir nicht mehr. Wir warten hier lieber. Okay, kurz verschnaufen, kurz vorm Ziel. Und noch ein Kollege, hallo. Hand zum Gruß.
Und da haben wir es geschafft. Dort bitte alle aussteigen. Dann einmal raus mit euch. Und dann sagt der Fahrplan, 3 Minuten 30 sind wir zu spät. Ja, aber ich denke, damit können wir leben. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. So, das gute Stück machen wir jetzt aus. Eine halbe Stunde ist Zeit, bis es wieder zurückgeht. Oh, liebe Zeit, was haben wir denn hier Hübsches gemacht? So, da zoomen wir uns mal ein Stück ran. Jawohl, so. Nee, halt, so viel Sonne nicht. Ach, wir gucken mal von hinten drauf. Auch ein schöner Rücken kann entzücken, sagt es manchmal so schön. So, das war jetzt die Rücktour der Schnellbuslinie 6 von Aldendorf Friedrich-Ebert-Platz wieder hierher zum ZOB in Ruhrau-Mitte. Ja, erstmal kurz Luft holen, ist doch ein ganz schönes Stück zu fahren, immerhin wieder mal, ne? Ja, das nächste Mal nach Altendorf werden wir wohl dann mit einer Nachtlinie fahren und ich denke, das wird dann auch mindestens eine Stunde gehen, das Video, wenn nicht noch länger. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr seid dann auch im nächsten Video mit dabei. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.